Jo Leute, Sieden hier am Start und willkommen zu einem neuen Boruto-Video und damit zu meiner Review von dem neuesten Kapitel. Wir sind am Start mit dem ersten Chapter aus dem neuen Jahr und kommen vielleicht zum letzten Kapitel von diesem gesamten Kampf. Also der finale Fight ist jetzt erstmal im Gange und das Ganze wird hier auch beendet. Das heißt, im letzten Kapitel haben wir Ishikis letzten Moment gesehen. Kawaki, der ihm komplett die Ehre genommen hat. Also das war sehr, sehr krass. Für alle Leute, die das nicht mitbekommen haben sollten, kann ich auf jeden Fall nur auf das letzte Manga-bezogene Video verweisen. Meine Review dazu kam letzten Monat. Dementsprechend gehen wir jetzt rein in Kapitel 54, denn das war auch wieder mega nice. Wenn es euch gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und natürlich ein Abo auf dem Kanal, wenn ihr nichts mehr zu Naruto und Boruto verpassen wollt. Damit können wir loslegen mit dieser Chapter Review und steigen ein in den Kampf gegen einen neuen Charakter, und zwar Borushiki. Das Kapitel beginnt genau dort, wo es beim letzten Mal aufgehört hat, denn Momoshiki hat den Körper von Boruto übernommen. Aus einem bestimmten Grund, den wir hier in diesem Kapitel auch erfahren werden. Das Kapitel startet also mit Borushiki, und ich werde ihn auch so nennen, das ist der neue Name der Fangemeinschaft, kann man sagen, der quasi gemacht wurde, damit man auseinanderhalten kann, wer jetzt Boruto ist und wer Borushiki ist. Borushiki hat im letzten Kapitel das Rinnegan von Sasuke zerstören können mit einem Kunai und hat ihn komplett ins Auge gestochen. Also Sasuke wurde hardcore genervt und auch in diesem Kapitel hier kommt so ziemlich raus, dass es wirklich nicht mehr funktioniert. Also kann sein, dass das vielleicht später nochmal geheilt wird oder so. Ich gehe zwar eher nicht davon aus, aber Momoshiki sagt hier in dem Chapter, dass Sasuke und die anderen nicht mehr weglaufen können. Von daher kannst du davon ausgehen, dass das Rinnegan zerstört ist. Sasuke und die anderen können also nicht mehr davonlaufen. Dementsprechend möchte sich Borushiki jetzt um die Gruppe kümmern und die alle vernichten. Naruto erkennt hier in dem Kapitel, dass Boruto komplett von Momoshiki übernommen wurde. Momoshiki hält Boruto für ein perfektes Gefäß. Er kann sich jetzt also frei als Borushiki bewegen. Ebenfalls haben wir auch eine kleine Bestätigung in dem Kapitel bekommen. Und zwar, dass jedes Mal, wenn Momoshiki den Körper von Boruto übernimmt, dass die Wunden von Boruto einfach geheilt werden. Also vor einigen Kapiteln hatte Ishiki den Arm von Boruto einfach gebrochen und der ist jetzt wieder heile. Kawaki hat hier in diesem Kapitel mehrere Flashbacks und das ist meiner Ansicht nach auch schon ein guter Moment, wo du sehen kannst, dass diese Kapitel von Kishimoto wieder geschrieben werden. Denn sobald Kishimoto den Manga wieder schreibt, siehst du einfach, dass Flashback reinkommt, ohne Spaß. Also, wir haben im letzten Kapitel, meine ich, schon ein, zwei Flashbacks gehabt. Hier haben wir auch schon wieder ein paar Flashbacks. Er droppt die einfach immer. Das ist so ein typisches Stilmittel von Kishimoto, würde ich sagen. Kawaki hat also, wie gesagt, ein Flashback zu Chapter 27, müsste das, glaube ich, sein, als Boruto und Kawaki zusammen entschieden haben, gemeinsam gegen das Karma vorzugehen und Jigen bzw. Ishiki eben aufhalten sollen. Also zusammenarbeiten. Kawaki versucht, zu Boruto durchzudringen, aber es hat keinen Effekt auf Borushiki und dementsprechend bleibt Momoshiki in der Kontrolle von Borutos Körper. Borushiki bestätigt hier, dass Ishiki komplett vernichtet wurde, zumindest ist seine Seele komplett vernichtet. Dann beginnt der Kampf zwischen Kawaki und Borushiki und natürlich kann man sagen, dass Kawaki nicht großartig wirklich was reißen kann, weil wie gesagt, er hat das Karma mal nicht mehr. Das Einzige, was er ihm hier entgegenwerfen kann, ist seine Transformation, also von seinem Arm. Er ist ja halb Ninja-Tool-mäßig oder halt ein, zwei Jutsus, die er von Naruto gelernt hat. Kawaki greift Borushiki an und modifiziert somit seinen Arm, aber Borushiki weicht aus und greift Kawaki mit einem Kunai von hinten an. Borushikis Plan kommt hier ebenso raus und wir erfahren, dass es derselbe Plan ist wie der von Ishiki Otsutsuki. Und nur um das nochmal aufzufrischen, der Plan von Ishiki war es nämlich, Boruto an den Chakrabaum zu verfüttern, damit er die Chakra-Frucht daraus gewinnen kann, diese konsumiert und dann natürlich mit dem Kawaki-Gefäß sehr, sehr stark werden kann. Momoshikis Plan, beziehungsweise Borushikis Plan, ist es jetzt hier genau dasselbe zu machen, nur eben das Opfer anders zu wählen. Und zwar Borutos und Kawakis Rolle zu vertauschen. Das bedeutet, Boruto wird das Gefäß von Momoshiki, also Borushiki dementsprechend, und Kawaki soll dem Baum, dem Yubi, verfüttert werden, weil Kawaki wohl noch als Opfer ausreichen würde. Also hier wird gesagt, obwohl er das Karma-Mal nicht mehr trägt, haben die Experimente, die vielen Experimente von Ishiki an Kawaki ausreichen können, dass Kawaki immer noch als Opfer für den Baum
letztendlich ausreicht. Also das wird hier zumindest gesagt. Dementsprechend will hier Momoshiki auch mit Kawaki in dem Kapitel abhauen. Wir sehen unterdessen in dem Kapitel immer mal wieder so kleine Hinweise auf Naruto, dass er in einem schlechten Zustand ist. Es geht ihm nicht gut und schlussendlich wird er sogar bewusstlos. Also wir Leser werden ein bisschen hingehalten. Wir wissen nicht, was ist jetzt mit Naruto. Auch am Ende des Kapitels können wir gar nicht sagen, ist er im Koma? Schläft er sich nur aus? Kann er nie wieder Chakra verwenden? Was ist mit Kurama? Das ist so eine Sache, die wir nicht großartig wirklich wissen können. Aber darauf werde ich am Ende des Kapitels nochmal eingehen. Sasuke mischt sich jetzt in den Kampf von Kawaki und Borushiki ein, aber Borushiki hält Sasukes Schwert mit dem Kunai auf. Sasuke setzt dann Blitzversteck ein, aber Borushiki weicht dem natürlich aus, wobei man hier natürlich schon erste Fragezeichen haben müsste, wieso er das nicht einfach mit dem Karma mal absorbieren kann. Selbst das erkennt Sasuke, nämlich, dass Borushiki seltsamerweise die Jutsus nicht absorbiert und er ist bereit, seinen Schüler hier zu töten, nutzt Amaterasu, was er aufgrund des Verlustes des Rinnegans trotzdem immer noch kann, er hat ja noch das Mangekyo Sharingan, er nutzt also die Flammen, aber Borushikis Schattendoppelgänger wird quasi als Sündenbock hingehalten und der wird dann verbrannt. Also Borushiki wird nicht selber getroffen vom Amaterasu. Auch hier stellt sich wieder die Frage, warum absorbiert er das nicht? Jigen hat zum Beispiel im ersten Kampf gegen Naruto und Sasuke das Amaterasu einfach mit dem Kamamal absorbieren können. Warum macht Borushiki das hier nicht? Das ist halt auch wieder so eine Sache. Sasuke merkt an, dass Borushiki jederzeit über Raumzeit Ninjutsu verschwinden könne. Deswegen will er Boruto wieder zur Kontrolle seines Körpers verhelfen, damit Borushiki nicht einfach mit Kawaki abhauen kann. Jetzt kommen wir zu dem Grund, warum Borushiki die Jutsus von Sasuke nicht absorbiert, sondern den immer ausweicht. Denn dafür gibt es einen bestimmten Hintergrund. Der Grund für die Übernahme Momoshikis ist Borutos Chakra-Erschöpfung. Das hat damit zumindest zu tun. Immer wenn Borutos Chakra leer läuft, also wenn er kein Chakra mehr hat, kann Momoshiki diesen schwachen Augenblick von Boruto ausnutzen und die Kontrolle von ihm erlangen. Immer genau zu so einem Zeitpunkt. Das merkt Sasuke hier an, das erkennt Sasuke in diesem Kapitel und das ist auch der Grund, wieso Borushiki, also Momoshiki, kein Chakra von anderen Attacken und so weiter absorbieren kann, weil er damit nur Borutos Chakra-Reserven wiederherstellen würde. Und sobald das eben passiert, würde Boruto wieder die Kontrolle erlangen. Das bedeutet, das Ziel hier in diesem Kapitel ist es, Borushiki extra Chakra absorbieren zu lassen, damit Boruto wieder die Kontrolle erlangen kann. Und das ist wie gesagt der Grund, warum Momoshiki das nicht macht. Borushiki geht also auf Abstand, Sasuke und Kawaki beraten sich ein wenig und hier wird ganz plötzlich auf einmal Sasuke von einem Vanishing Rasengan getroffen. Das unsichtbare, kleinere Rasengan von Boruto oder das erste Rasengan, was er eigentlich so ziemlich drauf hatte, sein eigenes. Und ich sehe es an dieser Stelle schon kommen, die Sasuke-Fans werden sich ultra krass aufregen und ich kann das auch nachvollziehen. Sasuke bekommt von Kapitel zu Kapitel immer mehr auf die Schnauze und jetzt hat er es sogar tatsächlich geschafft, von einem Vanishing Rasengan getroffen zu werden. Das ist schon ein bisschen peinlich, kann auf jeden Fall den Frust da ein wenig nachvollziehen. Das Einzige, was man vielleicht zu der Situation sagen kann, ist, dass es wirklich urplötzlich kam und Sasuke und Kawaki gerade beschäftigt waren, wie sie ihre Taktik weiter ausarbeiten können. In dem Moment, wo Sasuke von dem Rasengan getroffen wird, ist er also für eine kurze Zeit down und Borushiki will mit Kawaki abhauen. Kawaki hat dann auf Kishimoto-Art und Weise wieder einen kurzen Flashback über die Verbindung zu Boruto und dieses gewisse Brüderverhältnis wird immer tiefgründiger. Also, wir hatten damals ein Kapitel, wo Boruto Kawaki noch so die Faust hingehalten hat und ihn Bro genannt hat, also Bruder, und jetzt in diesem Chapter beruht das ein bisschen auf Gegenseitigkeit. Also jetzt kommt es ein bisschen mehr von Kawakis Seite aus, was ich auf jeden Fall sehr, sehr nice finde. By the way, heißt das Kapitel auch Brüder, also das ist der Titel von diesem Chapter, und ich muss sagen, das gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also diese gewisse Anlehnung ist einfach da. Borushiki streckt seine Hand aus und will mit dem Karma mal mit Kawaki abhauen, aber Kawaki setzt sein letztes Mal Feuerversteck ein und setzt sich quasi selbst in Brand. So ist er gezwungen, das Chakra zu absorbieren, beziehungsweise kann den Vorgang nicht mehr unterbrechen, weil er ja mit der ausgestreckten Hand mit dem Karma mal eben abhauen wollte. Kawaki wird daraufhin bewusstlos, weil, wie gesagt, er hat nicht wirklich krasses Chakra. Das Einzige, was er kann, ist einen Schattendoppelgänger erstellen, beziehungsweise vielleicht mal ein, zwei Mal eine Feuerkugel rausspucken, mäßig. Das ist wirklich das Einzige, was er kann. Deswegen macht das hier Sinn, dass Kawaki bewusstlos wird nach seinem letzten Jutsu. Aber Borushiki ist halt gezwungen, die Flamme jetzt zu absorbieren, was wiederum bedeutet, dass Boruto wieder die Kontrolle erlangt und was auch wiederum heißt, dass Kawaki nicht nur letztes Kapitel Ishiki die Ehre genommen hat, sondern jetzt auch in diesem Kapitel ordentlich überzeugt hat gegen
Boruschiki. Boruto erlangt also die Kontrolle wieder und reißt sich jetzt sogar das Momoshiki-Horn ab. Also das Horn, was quasi aus ihm rauswächst, wenn Momoshiki die Kontrolle über seinen Körper kriegen kann, das reißt er sich ab. Boruto entschuldigt sich bei Kawaki für die Probleme, die er gemacht hat, und Kawaki ist wieder ein bisschen bei Bewusstsein, versichert ihm, dass sie das zusammen durchstehen werden, weil sie natürlich Brüder sind. Also hier wieder dieses Brüderverhältnis, was immer mal wieder angesprochen wurde, vorher nur einseitig von Boruto ausging, jetzt aber auf Gegenseitigkeit beruht. Momoshiki wird dann natürlich erstmal abgeschaltet, Boruto hat ja jetzt wieder die Kontrolle, aber er hat natürlich noch das Karma-Mal. Dementsprechend wird Momoshiki für den späteren Verlauf von Boruto, von der Serie, noch eine Gefahr sein. Der Kampf ist also vorbei, der finale Fight, denke ich mal, jetzt erstmal von dem großen Arc, gegen Kara, gegen Jigen, gegen Ishiki und so weiter, ist jetzt erstmal vorbei, Ishiki ist tot, alles ist gut, denn Sasuke und Naruto haben ja den Kampf überlebt. Sasuke geht es gut, okay, er hat einen Rinnegan verloren und Naruto müsste theoretisch auch überlebt haben, oder nicht? Wir haben hier am Ende des Kapitels zumindest noch eine Page mit Naruto. Sasuke ist nämlich besorgt, geht zu seinem Körper hin und sieht, dass Naruto in einem bewusstlosen Zustand ist. Das ist also das Ende vom Kapitel und wir können nicht genau einschätzen, was ist jetzt mit Naruto. Wir brauchen definitiv noch die Information, was ist die Konsequenz vom Baryon Mode, weil Kurama immer gesagt hat, jo, du wirst sterben und so weiter. Aber Ishiki hat Naruto aus der Form quasi rausgeboxt. Also könnte man davon ausgehen, dass er vielleicht doch die Form überlebt hat. Vielleicht ist es eine andere Konsequenz. Vielleicht kann er kein Chakra mehr benutzen. Stellt euch das mal vor. Gibt mehrere Möglichkeiten. Kurama könnte auch nicht mehr am Start sein. Naruto könnte Kurama verloren haben. Ich weiß, Bijus können eigentlich nicht sterben, aber ist ja auch noch nie großartig eingetreten der Fall. Zumindest nicht in der Kombination mit einem Baryon Mode. Das ist ja das allererste Mal, dass wir diese neue Form gesehen haben. Dementsprechend könnte das auch hier eintreten, dass Kurama nicht mehr am Start ist. Kurama hat sogar 2 Kapitel vorher gesagt, dass es auch ihn treffen könnte. Also die genaue Bezeichnung, ich habe es extra nochmal nachgeguckt, war zwar, dass Naruto sterben könnte, aber er hat ebenfalls hinzugefügt, dass auch Kurama sich in Gefahr begeben würde und dass eine von beiden Chakra-Rohstoffe, die eben als das gedient haben, weil sie quasi ein neues Chakra geschmiedet haben, weil sie ihr Chakra quasi fusioniert haben, könnte es also auch Kurama treffen, der dadurch Schaden erleiden könnte. Wie auch immer das dann aussehen wird. Ob er sterben kann, ob er einfach den Jinjuriki Naruto verliert, wie auch immer. Gibt also mehrere Möglichkeiten. Koma wäre ein Punkt, ewiger Schlaf, kein Chakra mehr, Rollstuhl, Naruto ist tot, denke ich eher nicht, weil Kawaki muss was damit zu tun haben. Und ich sehe jetzt schon wieder die Kommentare, wo alle schreiben, ah, das muss nicht der Fall sein. Ich beziehe mich trotzdem auf die Aussage, was Kawaki gesagt hat. Kawaki hat gesagt, ich schicke dich dorthin, wo ich den 7., also den Hokage, hingeschickt habe. Damit ist nicht der Himmel gemeint, sondern damit ist vermutlich, davon gehen die meisten aus, und es ist auch das Offensichtlichste, eine andere Dimension oder sonstiger Kram gemeint. Da Kawaki das Karma-Mal nicht mehr hat, womit er theoretisch in eine andere Dimension reisen könnte oder irgendeine in eine Dimension quasi verfrachten könne, da er das aktuell nicht mehr hat, wird uns Naruto noch einige Zeit erhalten bleiben. Das heißt, ihm wird erstmal nichts passieren, zumindest nicht in der Art und Weise, dass er stirbt. Jetzt stellt sich die Frage, wer wird seinen Platz einnehmen, sollte er im Koma liegen? Sollte er einige Kapitel nicht mehr am Start sein. Kakashi könnte ich mir gut vorstellen als Hokage. Über diese Thematik hatten wir ja schon mal gesprochen. Muss der Typ halt wieder ein bisschen aus seiner Rente raus. Dementsprechend könnte ich mir auch Shikamaru vorstellen, weil der halt viel Plan hat und viel mit Naruto zusammengearbeitet hat. Sasuke wäre auch so ein Kandidat, aber ich denke eher, dass Sasuke das Dorf aus dem Schatten heraus beschützt und das einfach seine Devise ist. Dementsprechend wird er nicht die Hokage-Position an erster Stelle vertreten können für Naruto, meiner Ansicht nach. Konohamaru, bitte nicht in die Kommentare reinschreiben, weil der Typ ist ein Lappen. Das soweit zu diesem Kapitel. Ich bin sehr gespannt, was nächsten Monat auf uns zukommen wird. Lasst mir gerne eure Meinung zum Kapitel unten in den Kommentaren da und natürlich einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao!